Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, und in diesem Video freue ich mich sehr, dass wir heute über das neueste Update von My Emergency sprechen können. Da ist kürzlich die 2.0 released worden. Das heißt, alles, was wir im letzten Video uns schon angeschaut haben und so weiter, ist natürlich nach wie vor da. Ich verlinke euch den Showcase oben rechts. Jetzt könnt ihr einfach draufklicken, euch den einmal anschauen, falls ihr den noch nicht kennt. Aber wir möchten insbesondere heute auf diese unglaublich coolen Änderungen hier eingehen, die das neue Update mit sich bringt, vom Abschlepphof über die Blitzer, über die Akten, die jetzt so ein paar mehr Features haben, wie Immobilien und so weiter. Schauen wir uns alles im Detail an. Und ja, was natürlich auch hier direkt zu sehen ist, hier die geteilten Akten und so weiter. Da gab es ja immer wieder Wünsche von euch dahingehend, dass man das System bitte besser synken könnte zwischen verschiedenen Jobs und die sollen sich gewisse Sachen teilen und so. Das ist alles optimiert jetzt in diesem neuen Update quasi, wie ich finde, eines der am längsten ersehnten Updates, eins, über das ich mich selber sehr, sehr freue. Und ja, wir steigen jetzt sofort ein. Und zuallererst, wenn ihr das Skript jetzt neu runterladet, dann seht ihr schon, wir haben es jetzt mit zwei Ressourcen zu tun. Das ist im Grunde die Vorbereitung auf das geplante Mechaniker-MDT. Dafür haben wir nämlich jetzt einen Core hinzugefügt und es gibt natürlich noch das normale My Emergency, so wie ihr es kennt. Genau, in den Core können wir ganz kurz mal reinschauen. Der ist ansonsten ja nicht so umfangreich, was die Config angeht. Also ist für euch nicht so super wichtig. Framework liest er sich normalerweise automatisch aus. Ihr könnt es natürlich auch auf ESX oder QB fest einstellen. Und ansonsten höchstens halt hierfür, über welchen Hotkey möchtet ihr öffnen und so weiter. Das wären halt so die relevanten Sachen, die hier in der Config drin liegen. Ansonsten geht es eher um die Config vom My Emergency, so wie es vorher auch war. Was auch neu ist, ist die Documentation. Ja, ist ja immer auch ganz ja, gerne gesehen. Und ist auch gut, dass die jetzt mittlerweile da ist. Da steht nochmal alles im Detail so ein bisschen erklärt, wie stelle ich denn genau was ein, was ist, wenn ich einen Jacksam Job Creator verwende, was ist, wenn ich Quasar Housing verwende und so weiter. Keine Ahnung. Also jede Config-Option im Grunde hier nochmal so ein bisschen durch erläutert, sodass ihr dort auf jeden Fall nochmal einige Fragen klären solltet, wenn überhaupt welche offen bleiben. Ich denke natürlich, dass wir das auch in diesem Video ganz gut abhandeln. Wobei wir natürlich jetzt hier nicht im Detail die Config durchsprechen möchten. Dennoch auf ein, zwei Kleinigkeiten möchte ich eingehen. Wir bleiben dabei. ESX und QB bleibt hier in einem Script. Auch das von Daburner, der das Script hier entwickelt hat. Grandiose Leistung, alles wunderbar. Insgesamt ganz, ganz dicke Props an Daburner, auch für dieses Update, muss man einfach nochmal sagen an der Stelle. Genau, ansonsten hier eure Local stellt ihr natürlich ein und so weiter. Und dann sehen wir hier schon einige neue Einstellungen. Additional Scripts nämlich. Und das gab es so in der vorherigen Version nicht. Ihr könnt jetzt hier einstellen, benutzt ihr mal Import, benutzt ihr mal Properties, benutzt ihr gegebenenfalls auch QS Housing oder mal Speedcam. Klar, das macht nochmal schöne Werbung für unsere Scripts. Auch die verlinke ich euch natürlich gerne in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr da eh nicht auf dem neuesten Stand oder wenn ihr da nicht sowieso auf dem neuesten Stand seid. Und damit könnt ihr verschiedene Optionen aktivieren, die wir uns dann gleich in-game anschauen. Und dann sehen wir schon hier, dieses Config und Systems ist den Leuten grundlegend ja nicht unbekannt. Hier nochmal Verlinkung zu der Documentation. Und dort kann man dann jetzt zum Beispiel hier mehrere Ränge oder mehrere Jobs einstellen, die zum Beispiel Zugriff auf das Police MDT haben und eben auch Jobs, die sich um das Medic MDT kümmern. Medic MDT schauen wir uns hier jetzt in dem Video auch gar nicht so im Detail an. Dazu gab es ja das Video, was zum primären Release rauskam. Wie gesagt, schaut euch das gerne an, wenn ihr das oder wenn ihr das noch nicht kennt. Ist auf jeden Fall echt ein mega System. Genau. Dann haben wir hier unsere Einstellung zu den Licenses und natürlich zum Sync. Der Sync wird natürlich wichtig, gerade wenn wir jetzt sowas wie Use My Property oder Use QS Housing aktivieren. Dann ist das natürlich nur sichtbar, wenn wir auch unseren Sync aktiviert haben. Stellt das so ein, wie ihr es braucht. Und dann möchte ich auch gar nicht viel weiter rumlabern um die Config, sondern wir gehen direkt in-game und schauen uns mal an, was man dann jetzt hier Neues machen kann. Ja, neben den ganzen Sachen, die ja sowieso schon immer da waren. Also die Spieler hier werden ja automatisch gesynkt, wenn ihr euren Sync anhabt und so weiter. Ihr könnt Fahndungen erstellen. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel gerade ein Fahrzeug, was zur Fahndung ausgeschrieben ist. Euer Fahrzeugregister ist natürlich auch automatisch drin, wenn ihr den Sync anhabt. Da könnt ihr dann hergehen, könnt dann hier bearbeiten, könnt eine Fahndung sagen, ja, okay, wir möchten Fahndung, Grundfahndung, keine Ahnung, wissen wir gerade nicht, speichern, wunderbar.
und dann seht ihr es auch in den Fahndungen. Kennen wir alles, alles halb so wild, machen wir jetzt auch nicht in jedem einzelnen System hier jede Funktion nochmal, sondern wir konzentrieren uns auf das, was neu ist. Und da möchte ich zum Beispiel jetzt mal auf meinen aktuellen Charakter gehen und dort sehen wir jetzt hier, okay, ja, Größe ist eingetragen, Geburtstag fehlt gerade noch, keine Ahnung, wissen wir das jetzt durch eine Personenbefragung, dann tragen wir es doch einfach mal ein. Zack, wunderbar, speichern wir den ganzen Spaß und das wäre drin, ne? Das kennen wir und dann sehen wir hier schon, die Lizenzen ist euch bekannt, die Immobilien und da wird es jetzt neu. Wenn ihr Use My Properties anhabt oder auch Use QS Housing, dann wird das hier automatisch mit angezeigt, ihr müsst nichts weiter machen. Ja, welche Häuser hat denn der Spieler? Wir drücken da drauf, aber drücken auf Wegpunkt setzen und er markiert uns automatisch die Property, die dieser Spieler besitzt. Soweit so cool. Und das geht natürlich genau dann für alle Properties, die der Spieler so hat. Das gleiche natürlich auch die Fahrzeuge werden zugeordnet und wir könnten dann jetzt schauen, ist das denn zur Fahndung ausgeschrieben? Alles klar, ist es in dem Fall. Und jetzt finden wir das Fahrzeug irgendwo auf der Straße, haben es abgefragt, haben es gefahndet und bringen das dann über unser Impound-System zum Abschlepphof. Dann ist es auch hier automatisch drin. Wir können dann hier reinschauen, das ist hier der Abschlepphof und sehen dann hier das Fahrzeug, was da drin steht, können da die normale Fahrzeuginfo wieder anzeigen und ja, haben das halt einfach hier in der Übersicht drinne. Und ich habe jetzt auch nochmal hier ein neues Fahrzeug gekauft, um euch das einmal ganz praktisch zu zeigen, wie das mit dem Impounden dann genau funktioniert. Das heißt, wir fahren jetzt hier einmal hin, öffnen einmal hier davor das Service-Menü, zack. Und dann sehen wir hier, Moment, wollen wir einmal in unser Fahrzeugregister gehen. Genau, öffnen Fahrzeugregister. Das ist der, den wir gerade gekauft haben. Da steht jetzt nichts drin, weil wir halt noch nichts eingetragen haben. Könnten wir natürlich Testauto oder was weiß ich. Können auch noch ein Modell, ist ein, ja, ein R8 Abklatsch halt, keine Ahnung, was das richtig ist oder wie das richtig heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Und genau, das steht jetzt hier ganz normal drin, aber ist natürlich jetzt gerade hier noch nicht im Abschlepphof drin. Und jetzt gehen wir einfach mal her und sagen, ja, wobei wir können das, also wir könnten es natürlich so machen, aber wir können es auch hier über den NPC machen. Das finde ich immer noch ein bisschen cooler. Können hier sagen, Impound Vehicle, zack. Wir möchten nicht, dass der Spieler es selber rausholen kann. Und dann machen wir auf Impound. Fahrzeug verschwindet und ist impounded. Und genau, wir können auch erstmal hier bei uns im Impound-System natürlich direkt schauen. Impounded Vehicles ist hier drin. Ne? Alles wunderbar. Wir können es da releasen. Aber wir können auch hier in unser Menü gehen und können dann einfach sagen Abschlepphof und sehen hier, aha, der Audi R8 von Mixmat, ne, ist jetzt auch hier bei uns im Impound drin. Und dann könnten wir hier schauen, wenn da der Grund steht zum Beispiel, so könntet ihr das ja handhaben. Je nachdem, wie man das dann im RP machen möchte, könnte man ja hier eintragen, impounded wegen ist hässlich, was weiß ich. Ne? Tragt da ein, was ihr möchtet und so kann dann jeder quasi checken, was denn der Grund dafür ist. Und zu guter Letzt möchten wir uns auch einmal nochmal die neue Blitzer-Funktion anzeigen, die ja auch jetzt mit dem Update dazu gekommen ist. Das ist, wie ich finde, auch sehr, sehr, sehr cool. Genau, mit MySpeedCam ist es ja möglich, überall auf der Karte Blitzer zu platzieren, die dann halt auch da stehen bleiben, solange bis man sie halt einfach wieder entfernt. Und die sehen wir dann eben hier, aktive mobile Blitzer. Und wir können uns eben auch einen Wegpunkt dahin setzen. Genau, das mag jetzt der sein oder auch, zack, wir setzen uns einmal den Wegpunkt zu dem anderen. Das wäre dann der hier zum Beispiel, also der, der hier oder halt auch hier hinten steht. Wir verwenden jetzt mal den hier als Test. Wir gucken mal, auf was der eingestellt ist. Genau, der hat jetzt hier seine Range auf 25 Meter, maximal 10 km/h. Alles klar, lassen wir so. Und wenn wir da jetzt mit unserem Auto durchfahren, dann schauen wir gleich mal, was passiert. Bei 10 km/h dürften wir ja eigentlich gleich ziemlich direkt geblitzt werden, wenn wir hier reinfahren. Genau, sehen wir schön, 15 km/h sofort überschritten. Und jetzt gehen wir zurück in unsere Serviceanzeige. Und dann sehen wir hier, unser Blitzerumsatz bei diesem mobilen Blitzer ist gerade nach oben gegangen. Hier wird uns halt immer angezeigt, wie viel Gesamtumsatz, wann zuletzt geblitzt wurde. Ja, 20.33 Uhr nehme ich das Video hier gerade auf, 20.32 Uhr passt also ziemlich genau. Und der letzte Umsatz dann eben 20 Dollar. Es gibt dann halt auch noch die statischen Blitzer, das sind halt die, die in der Config einfach festgelegt sind, die kann dann halt auch kein, ja, kein LSP-Dealer entfernen und so weiter, speichern aber statistisch natürlich genau das gleiche ab, ja, wie quasi die mobilen Blitzer auch. So viel dazu. Wie ich finde, super coole Funktionen, kann man hier sich jetzt alles viel, viel cooler anzeigen lassen.
Ja, macht das MDT, wie ich finde, zu noch einem viel, viel besseren, als es das sowieso schon war. Ist natürlich alles sehr modular. Braucht ihr die Option, schaltet ihr sie an. Braucht ihr die Option nicht, schaltet ihr sie halt aus. Das ist alles wie vorher. Wie gesagt, schaut euch gerne das Video zu den gesamten Funktionen an, wenn ihr das noch nicht kennt, wenn ihr hier jetzt noch sagt, okay, ich hatte bisher noch nicht so viel davon gesehen. Was kann das MDT überhaupt? Schaut euch gerne unser gesamtes Video dazu an. Da gehen wir hier nochmal alles einzeln oder ja, zeigen nochmal alles so ein bisschen, was das dann sonst so kann. Das hier war jetzt wirklich eine Übersicht, hauptsächlich über die geupdateten Teile. Und lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, ja, was ihr zu dem neuen oder zu dem neuen Update im Grunde meint. Ansonsten bleibt mir nur, ja, euch nochmal aufs Skript zu verweisen, was ihr natürlich in der Videobeschreibung findet und natürlich ein wenig Werbung zu machen, dass ihr sowieso im Shop vorbeischaut und dass natürlich auch bald dann das Mechaniker-MDT kommt, was mich persönlich sehr, sehr freut. Das wird genauso wie wir hier schon unser MDT haben für Police und Medic, quasi auch nochmal die kompletten Funktionen, die man sich nur so wünschen kann, eben auch für die Mechaniker abdecken. Ja, auch wenn ihr dazu Vorschläge habt, schreibt sie natürlich gerne in die Videobeschreibung, lasst sie uns im Discord wissen, was auch immer. Ich glaube, ich habe heute sehr, sehr viele auf Videobeschreibungen und so weiter verwiesen. Verzeiht es mir, nächstes Video machen wir es anders. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend, bis dahin und ciao.